hast du das Blackjack besiegt? Wirklich? Ja, das ist schon mein zweiter Kill im Projekt. Ich bin Alpha Clan Ehre Mitglied. Jo, Leute! Und willkommen zu einem neuen Video auf der Grill IT. Ja, Freunde, ich habe noch ein bisschen die Alpha Clan, also das Alpha Clan Hauptquartier ein bisschen aufgefrischt, wie ihr sehen könnt, Freunde. Ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen mächtiger als vorher. Jetzt haben wir auch so eine Art Leiter nach oben. Und von da, Freunde, hat man auf jeden Fall einen super Ausblick. Das zeige ich euch gleich mal. Oh, es ist echt riesig geworden, das Ding. Und wir können es noch höher machen, Freunde. So, wir haben auf jeden Fall so ein Glas-Ei hier. Hier können wir rausgucken mit unseren... Moment, mit unseren... Wo ist es? Wo ist es? Hä, ist es weg? Ah, hier ist es. Mit unseren Fernrohr, Freunde. Haben wir auf jeden Fall eine super Sicht überall hin. Komm, wir können sogar zu Easy Cheesy gucken. Let's go. Und das Beste, Freunde, wir haben ja oben, von ganz oben, so eine richtig klasse Sicht auf alles. Und wenn uns hier einer blöd kommt, Freunde, machen wir mit dem Bogen einfach mal ein paar Schüsse auf den und dann war's das. Let's go. Aber darum soll es auch gar nicht gehen heute, Freunde. Denn ich habe gesehen, Ente ist online. Ich will Ente auf jeden Fall mal einladen ins Alpha Clan Hauptquartier. Der war sich ja noch ein bisschen unsicher, ob er uns beitreten soll, Freunde. Aber ich habe eine super Idee. Wir werden das hier ein bisschen schmackhaft machen, alles. Ich meine, wir haben so ein cooles Hauptquartier und alles. So einen coolen Job, wie ihr wisst, Freunde. Ja, der kann gar nicht Nein sagen. So, Freunde, ich würde sagen, ich schreibe einmal im Chat jetzt, dass er mal kommen soll. So, wir schreiben MSG. Ah, wo ist er? Hier, oh, Ente. Komm zur Mitte, Kumpel. So, wir gucken, ob er auf jeden Fall gleich kommt, Freunde. Es wäre echt super. Komm, unser Pferd Knochi ist auch hier in der Alpha Clan Base. Let's go. Oh, er hat geschrieben, warum, Freunde. Ich würde sagen, wir antworten mal. Wir müssen reden. Ah, wir müssen reden, zieht immer, oder? Sag mal ehrlich. Wir müssen reden, wir müssen reden. Oh, das, da will ich auf jeden Fall kommen. So, ich will übrigens noch ein paar Banner machen. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz und ein bisschen Wolle habe ich auch mit. So, ich weiß gar nicht, ob man das machen kann, so mit roter Wolle. Ich teste mal rote Banner. Let's go. So, und dann machen wir auf jeden Fall ein paar Banner noch, wenn es geht. Oh, wo ist er hin? Ach, hier oben. So, mal gucken. Oh, nee, das geht nur mit weißer Wolle. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ist auch nicht so schlimm. So, ich hoffe, Ente kommt gleich mal. Das wäre auf jeden Fall supidubi. So, ich würde sagen... Oh, wer ist das da hinten denn, Leute? Ich würde sagen, wir verstecken uns noch mal und gucken. Ah, das könnte sein. Oha. Oh. Oh. Er müsste gleich kommen, Freunde. Oh, er sieht schon, er sieht schon, er sieht schon. Warte mal, Leiti, Bro. Bist du da, Bro? Ich sehe. Hallo? Hier! Leiti, hör, du bist auf dem Hinterweg. Wo kommst du denn auf einmal? Ja, ich hab dich aus dem Hinterhalt angegriffen, Ente. Ja, man darf hier doch gar nicht mehr angreifen, IT. Das ist doch die sichere Safe Zone. Ja, ich mach doch nur Spaß, Junge. Hast du gerade unser Hauptquartier angeguckt? Oha. Ja, ich hab das schon in meinem Stream gesehen, IT. Das ist das Alpha Clan Hauptquartier, oder was? Ja, ist immer krass. Oder so mal ehrlich. Komm rein in die gute Stube. Hier dürfen wir keine Fallplatzchen werden, oder? Hier sind keine Fallen. Wir müssen reden, Ente. Wir müssen reden. Setz dich. Aber was müssen wir reden, IT? Was geht es, Bro? Es gibt einige Sachen, die geklärt werden müssen, Ente. Und zwar, du weißt ja, dass Alpha, du und ich gute Freunde sind, richtig? Ja, wir sind gute Freunde. Aber jetzt fang mal ganz kurz an. Warte mal, IT. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Ich dachte, du bist bei Max im Clan. Du warst doch die ganze Zeit ein Polberger Ritter. Und du hast doch ein Polberger Ritter-Skin, IT. Ich hab kein Polberger Ritter-Skin mal mehr. Guck mal, warte mal, mein Schild. Oh, wo ist mein Schild? Hier, siehst du das? Oh,
Warte mal, wieso hast du ein Polberg-Ritter-Skin, aber du hast ein Alpha-Clan-Schild? Eigentlich, was bist du denn? Oh, ich hab doch wirklich immer noch den Skin, ne, oder? Ja, du hast den Polberg-Ritter-Skin, IT. Ich glaube, du willst mich hier aufs Korn nehmen. Bist du mal wirklich bei Alpha? Bist du vielleicht nur hier, um Alpha zu belauschen, hä? Bist du eigentlich vielleicht ein Spion von Max, hä? Ist das alles nur ein Plan für euch, oder was? Ich bin echt kein Spion, Junge. Ich glaub nämlich, dass du ein Spion von Alpha bist, hä? IT Bro! Nein, ich bin kein Spion! Ich bin wirklich im Alpha-Clan! Ich hab mich sogar im Alpha-Clan bewiesen, indem ich Blackjack gekillt habe! Was? Du hast Blackjack besiegt? Wirklich? Ja, das ist schon mein zweiter Kill im Projekt! Ich bin Alpha-Clan-Ehrenmitglied! Und was war dein erster Kill, IT? Naja, das ist sozusagen die Aufnahmeprüfung gewesen. Ich hab den Chef hiervon gekillt. Alpha! Hä? Aber wie konntest du denn im Alpha-Clan sein, wenn du Alpha einen Kopf kürzer gemacht hast? Du hast dir mein Herz gezogen. Ja, das schon. Aber das hat Alpha auch gesehen, dass ich auf jeden Fall ein starker YouTuber bin. Haha! Stimmt, IT. Okay, du hast dich anscheinend bewiesen, aber wie kann ich nicht glauben, dass Alpha dich aufnehmen würde, nachdem du ihn auf Kopf kürzer gemacht hast? Doch, hat er! Die ganzen Polberger Ritter sind gegen mich verfeindet. Alcrimens ist sauer auf mich. Armia von den Eiskriegern ist auch sauer auf mich. Die verfolgen mich momentan alle. Was? Die verfolgen dich und deswegen versteckst du dich hier auf der Battle-Insel oder was? Ja, es heißt verstecken. Ich bin hier halt in meinem Hauptquartier. Haha. Ach so, du hast das alles hier gebaut oder was? Ja, fast ganz alleine. Zusammen mit Alpha habe ich das gebaut. Guck's dir mal an von außen. Ich muss mal gucken, was ist da oben, Mikey? Was ist da oben, Bro? Ah, da oben sind auch einige gute Sachen. Warte, ich komm mal hoch. Let's go. Guck's dir an, hier hat man so eine kleine Aussichtsplattform. Da ist das Ausglas. Und, Warte, lass mich kurz mal hoch, IT. Das ist das Alpha. Ja, das ist das Alpha. Hier oben alles. Von hier oben hast du die beste Sicht auf den ganzen Server hier im Fernglas. Oh, warte, gib mal her, IT Bro. Warte, ich drop kurz irgendein Schrott-Item. So, warte kurz mal. Let's go. Oha, man sieht hier wirklich alles, Bro. Bist du bei der Reddit-Distance? Sieht man hier alles. Was geht ab, Mann? Ja, von oben hier hast du die beste Sicht auf den ganzen Server. Und es ist auch das Feld. IT, wie krass, Mann. Also, du bist wirklich kein Polberger Ritter mehr. Trotz deinem Skin bist du keiner mehr, oder was? Nein, ich bin wirklich keiner mehr. Guck mein Schild an. Das Polberger Ritterschild habe ich lange eingesteckt. Hier. Okay, IT, dann lass uns mal runtergehen. Wir reden, okay? Aber was du auch mal reden wolltest, Bro? Ja, ich muss mit dir noch mal über einige spezielle Sachen reden, Ente. Okay, wir reden jetzt, IT. Let's go. Über was möchtest du mit mir reden? Ich kann mir schon vorstellen, um was es geht. Du willst, dass ich dem Alpha-Clan beitrete, oder? Ja, ey, wo weißt du das? Weil ihr mich schon öfters darauf angesprochen habt, IT. Ente, ich weiß, du bist momentan noch bei den Königskriegern, aber die Königskrieger sind doch schon so gut wie aufgelöst, oder? Wer ist denn noch außer du und Sue? Ich weiß nicht, Sue ist doch da und Energy ist eigentlich auch da, IT. Der ist ja auch eigentlich bei uns, aber das Problem ist, dass wir nur noch zu dritt sind, aber ich kann Sue halt nicht alleine lassen und Sue wird aber niemals mit in den Alpha-Clan gehen wollen. Ja, dass Hugh nicht mit in den Alpha-Clan gehen will, ist mir klar, aber du musst reingehen, Junge. Hey, wir kennen uns jahrelang alle drei. Ich weiß, dass wir uns jahrelang kennen, aber wir waren auch öfters in Helfer Feinde, da du musst denken, ich hab dir auch ein Herz gezogen. Checkst du das überhaupt? Ja, aber Alpha hat mir auch verziehen und ich hab dir auch verziehen, Ente, sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Ich weiß, dass du mir verziehen hast, aber was ist, wenn du eigentlich einen Hintern planst und mich kaltblütig mein zweites Herz wegnehmen willst, IT? Ja, das kann ich hier sowieso nicht, Ente. Hier ist eine sichere Zone, hier darf ich dich gar nicht einen Kopf kürzer machen, weißt du? Ja, jetzt vielleicht noch nicht, aber vielleicht irgendwann später würdest du es tun, hä? Selbst wenn ich's mache, hast du immer noch ein Herz und kannst mich fertig machen. Oh, das stimmt. Da könnte ich dich immer noch verbannen, falls du snitchst, IT. Stimmt, stimmt, stimmt. Außerdem bist du in PvP eigentlich der Stärkste von uns dreien, weißt du? Aber IT, was ist denn euer Angebot, wenn ich in den Alpha-Clan kommen würde? Also pass auf, du dürftest dich an allen Kisten bedienen. Auch aus unserer Secret Base, aus unserer Alpha-Clan Secret Base, darfst du alles nehmen, alle Diamanten, das alles. Ist deine Alpha-Clan Secret Base, oder was? Ja, oder glaubst du, das hier ist das schon alles, was wir haben? Das ist so das Hauptquartier zum Treffen. Was? Ihr habt doch viel mehr, oder wie? Ja, natürlich, wir haben übel viel unter der Erde. Ganzes. Aber nicht. Wir haben ganze Sticks, Diamanten, alles. Oh, das ist mega krass, aber warte mal kurz. Ja, ich fahre
Worte. Oh, Freunde, ich hoffe mal, wir beitreten, ey. Wir brauchen den unbedingt in unseren Clan. Überlegt mal, wenn Ente noch ein Alpha-Clan wäre, wären wir zu dritt und dann hätten wir übel Chancen gegen die anderen. Hey, dann können die Paulberger Ritter oder so einpacken. Let's go! Vor allen Dingen, wer ist denn noch bei den Paulberger Rittern? Blackjack, Max und Elena. MBK ist ja auch nicht mehr so wirklich da, Freunde. IT-Bro, ich muss... Also, ihr wollt, dass ich in den Alpha-Clan komme und Alpha möchte das wirklich selber auch. Alpha will ich auch dabei haben. Er will auch noch Dinergy dabei haben vielleicht. Ja, wir sind ja schon seit Jahren auf jeden Fall Freunde, IT. Euch kann ich ja eigentlich vertrauen. Aber ich bin halt mit Tio richtig mega gut. Und ich muss halt mit dem auch darüber sprechen, was der dazu sagt. Ich kann ihn nicht einfach alleine lassen, IT, weil er so ein guter Freund mit mir ist. Und wir haben so viel hier durchgemacht in Minecraft Hell zusammen. Ja, weißt du, Tio ist eigentlich auch ein cooler Typ. Weißt du, eigentlich kann ich das nicht entscheiden, aber wenn Tio möchte, kann er auch in den Clan vielleicht, weißt du? Aber ich weiß nicht, Tio würde, glaube ich, niemals dem Alpha-Clan beitreten, Bro. Weil Tio, ich weiß, im Alpha-Clan musst du manchmal Alpha-Clan-Dinge machen, IT. Und ich glaube, das ist nicht Tios Art. Tio ist ja dann ein Einzelkämpfer. Oder ich glaube nicht, dass Tio sich einfach unterordnen wird. Ja, ich weiß nicht, das muss Tio halt selber entscheiden. Ich kann Tio auf jeden Fall hier sehen. Guck mal, hier könnten wir uns treffen. Hier könnten wir alles machen. Ich wünsche auch, Tio würde mitkommen zum Alpha-Clan. Aber ich glaube nicht, dass er das machen würde. Aber ich muss jetzt erstmal mit dem quatschen und muss mit dem das besprechen. Ich bin dankbar, dass ihr mich eingeladen habt. Ihr werdet meine Entscheidung irgendwann hören. Ich lasse auch die Zuschauer noch mal entscheiden in den Kommentaren, ob ich zum Alpha-Clan gehen soll oder was die sagen, wohin ich gehen soll. Ja, mach das, Ente. Lass dir auf jeden Fall Zeit. Und ey, Ente, wirklich, ich stehe auf deiner Seite, du weißt. Du bist ein Guter. Ich bin auch auf deiner Seite. Ich gebe dir Rück auch gegen die Paulberger Ritter auf jeden Fall. Gegen Max und so. Ich war zwar wieder gut mit denen, aber nachdem jetzt gegen dich verfeindet sind, IT, werde ich dir auch einen Kopf kürzer machen, sobald sie dich anpacken, okay, Bro? Okay, Ente, ich danke dir, mein Kumpel. Okay, Ente, wir sehen uns, Bro. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, Freunde, das klang schon mal ganz gut. Vielleicht tritt Ente auch den Alpha-Clan bei, dann wären wir zu dritt. Wisst ihr, was noch besser ist als 3? 4! Wir könnten vielleicht noch einen YouTuber überzeugen, hier beizutreten. Oh, das wäre echt krass. So, ich mache auf jeden Fall auch mal ein Schild für Alpha, dass der Bescheid weiß. So, wir schreiben mal neuer Anwärter. Wisst ihr, Leute, neuer Anwärter? Ente. Okay, das ist ganz wichtig zu wissen. Aber, Freunde, ich hab ja gesehen, wir haben noch ein bisschen wenig Banner, ne? Und da ist noch ein bisschen was machbar, Freunde. Deswegen würde ich sagen, gehen wir noch mal hinten zu der Statue, wo meine Wollefarm ist. Ja, Freunde, ich habe hier eine kleine Wollefarm, wie ihr wisst. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen für Banner. So, nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Knochenmehl, zack. Dann packen wir mal hier die ganzen Bruchsteinschiefer hier rein. So, let's go. Und, oh, Freunde, wir müssen die auf jeden Fall wieder auf Eis färben. Oh, geht das gar nicht hier mit Bone Meal? Oh, nicht so gut. Ah, das ist wegen dem Schild wahrscheinlich, ne? Nee, geht echt nicht. Oh, das ist nicht so gut, Freunde. Aber, Freunde, auch nicht so schlimm. Ich will auf jeden Fall mal eben ein paar Banner machen und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, ich habe auf jeden Fall noch mal ein bisschen Banner gemacht, so 2 Stück. Denn, Freunde, ich will ja auf jeden Fall noch in die Richtung ein großes A hinzimmern. Oh, das wird heftig aussehen, Freunde. Ihr wisst, Leute, der Alpha-Clan, der muss aber zeigen, was er so drauf hat. Und vor allen Dingen, Leute, was er so zu beten hat. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, hauen wir hier noch so ein großes A hin. So, let's go. Das sieht richtig gut aus, Freunde. Ah, perfekt. Und dann würde ich sagen, machen wir noch so eine Umrandung hier mit Bruchsteinschiefer hin. Das wird übel nice werden, Freunde. So, let's go. Oha. Sag mal ehrlich, Freunde, ist jetzt nicht so schlecht, oder? So, würde ich sagen, machen wir hier Bruchsteinschiefer überall. Das ist der falsche Block. So, überall damit hin, Freunde. Das wird übel nice werden, wenn es fertig ist. So, zack. Dann machen wir noch hier unten auf jeden Fall ein bisschen davon hin. So, zack.
Oh, ich glaube, wir haben einen Block zu wenig. Irgendwas ist da falsch gelaufen, Freunde. So, jetzt aber. So, let's go. Oha, es wird immer gut aussehen, sind wir ehrlich. So, dann gehen wir mit unserem Grappler mal hoch. Und zack. Oha. Sieht immer krass aus, Freunde. So, hier noch mal einer Weg. Und da noch mal einer Weg. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir überstark. So, wir gucken mal auf jeden Fall von unten, wie es aussieht. Ja, es hat noch Verbesserungspotenzial, finde ich, ehrlich gesagt. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus, Leute. So, ich würde sagen, das, das und das machen wir nochmal weg. So, zack, zack. Und so, ich finde, so sieht es eigentlich am besten aus. Und ich habe ja auf jeden Fall noch zwei weiße Banner vom Alpha-Clan. Die werden wir auf jeden Fall auch irgendwo da oben noch ranzimmern. Oha, sag mal ehrlich, Leute. In jede Richtung so ein A wäre doch heftig, oder? Ey, das wäre ein Überstück. So machen wir so und so. Und jetzt müssen wir noch ganz oben irgendwie so Banner ranhauen. Wow! Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, hier ein Banner. Eins, zwei. Und hier muss auch noch ein Banner hin. So, let's go! Sehr schön, und jetzt gucken wir mal von da hinten, ob man jetzt auch von den anderen Häusern hier sieht. Oh, ich glaube, es ist nicht zu übersehen, Leute. Ist wirklich nicht zu übersehen. Ey, das ist sehr krass. Sehr, sehr krass, ganz ehrlich. Okay, cool. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir machen da jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Ente läuft hier rum, der überlegt auch auf jeden Fall, ob er beitreten soll oder ob er nicht beitreten soll. Ja, ich weiß nicht. Ich lasse ihn mal, glaube ich, in Ruhe überlegen. Aber Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut auf jeden Fall bei mir vorbei. Eine auf den Kanal, Leute. Und tschüss.